Willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und ich muss mal hier kurz die Lautstärke ändern. So. Willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ja, es sieht echt nicht gut aus. Das weiß ich. Und ja, es können noch 5 Nationen austreten, dann war's das. Und ich habe mich jetzt nochmal für diese Aufnahme so motiviert, indem ich einfach hingegangen bin und erstmal laute Musik gehört habe. Meine Fresse, hier Soldaten anzeigen. Ich brauche neue Soldaten. Und zwar nicht irgendwelche Soldaten, sondern ich habe jetzt meine Hoffnung in jemand ganz Bestimmtes gelegt. Und diese Hoffnung hoffe ich mir, dass diese sich auch bald als nützlich erweist, wenn dann alles passt. Denn erstmal brauche ich Rekruten. Und ich habe da jetzt nämlich ganz spezielle Pläne. Und diese ganz speziellen Pläne, ja, ich weiß nicht, ob sich das Ganze was nutzen wird, diesen Pläne, die ich jetzt habe. Denn ich lege meine Hoffnung in spezielle Soldaten. Ob das jetzt so klug ist, darüber lässt sich bekanntlich ja streiten. Aber ich hoffe einfach mal, dass sich das Ganze, ja, als nützlich erweisen wird, was ich vorhabe. Denn bisher war es immer so, ich hatte einen Soldaten gehabt und dieser eine Soldat oder diese eine Soldatin in dem Fall hat immer eine Bombenleistung abgeliefert und das Ganze würde ich gerne, ja, ich brauche einfach, habe ich das Gefühl, diese Soldatin, und sobald sich dies nicht bewerkstelligen lässt, dass ich diese eine Soldatin bekomme, sehe ich nicht gerade wirklich gut. Ach, ich habe sogar ja noch so eine. Ja, gut, dann passt. Ah, ne, gut, ja. Ja, dann sehe ich ehrlich gesagt eher ein bisschen schwarz. Denn ich hoffe einfach mal, dass das Ganze so bestehen bleibt, wie es halt ist. Nämlich, dass es halt eben so ist, wie es sozusagen ist. So. Und ich bin jetzt hier auch nicht am besten ausgerüstet, wie man sehen kann. Aber ich hoffe, das wird jetzt kein allzu großes Problem sein. Wenn ich jetzt mal hier so einfach mal den Rekruten hier wegmache, was haben wir denn noch hier so? Ja, nicht wirklich viel, die wirklich auch ausgebildet sind und was. Also, ich hoffe einfach mal, dass das Ganze sich jetzt so darbietet, wie ich es mir vorstelle. Scheiße, wir waren jetzt da noch dabei. Wer war denn das? Ah, okay, er hier. Und einfach mal das Beste hoffen und gucken, dass es auch vorangeht jetzt. Ja, komm schon. Und ich hoffe jetzt einfach das Beste, wenn nicht, das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern, was ich vorhabe. Vielleicht ist es auch so machbar, dass, keine Ahnung. Boah, Alter, das ist laut. Dass Malkav vielleicht, ja, der hat ja auch XCOM mittlerweile, vielleicht kann man ja mal mit ihm reden, ob er denn dann XCOM sich daran in einem Let's Play versucht. Wobei er ja auch schon sein nächstes Projekt vorbereitet hat oder ist auch schrecklich. Ja, ist halt auch schon läuft. So. Ich entschuldige mich jetzt auch schon mal dafür, wenn nicht so viel passiert jetzt. Denn ich werde jetzt erstmal sehr defensiv vorgehen. Also wirklich kaum irgendwie vorrücken, sondern echt so defensiv bleiben, wie es mir nur möglich ist. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand.
So, der Scharfschütze, den habe ich jetzt keine so gute Rüstung gegeben, weil er ja eigentlich auch nur hinten agiert. Von daher ist das Ganze ja gar nicht für ihn so wichtig. Ey, der Ton ist immer noch so laut. So. Ich will jetzt auch nicht halt, wie gesagt, so eine extreme Frontangriffsaktion starten, sondern eher etwas defensiver bleiben und dafür allerdings auch sicherer agieren, wenn es mir dann ermöglicht wird. Deshalb platziere ich jetzt erstmal alle hier in diesem Umkreis, wo sich diejenigen aufhalten können, wo nicht alle Punkte ausverbraucht werden, damit man eben hier nochmal für diejenigen den Feldposten aktivieren kann. Wovor ich Angst habe hier, ist halt einfach wiederum diese asoziale Cyberdisk. Ich will jetzt auch nicht meine besten Leute vorschicken. Wirklich schön ruhig und gediegen. Einer nach dem anderen. Und vorsichtig vor allem. Schön einer nach dem anderen auch. So dass alle hoffentlich auch noch in Reichweite sind. Hat der eigentlich? Ja, der hat die Trupps echt sehr gut. Bis jetzt ist noch nichts. Noch kein Feindkontakt. Jetzt ziehe ich die auch ein bisschen auseinander. Etwas, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber das muss jetzt halt einfach so sein. Ich will hier jetzt so nicht vorrücken, wie bekloppt. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach. Der hat auch ein Plasmagewehr. Das ist jetzt halt auch so eine Sache. Ob ich es riskieren will oder nicht. Oh, komm, du rückst hier hin. Und du bleibst erstmal. So, ich will mir jetzt auch keine großartigen Verluste mehr leisten. Kann ich mir auch nicht wirklich. Da ist dann der erste Kontakt. Da war der erste Kontakt. What? Wo sind denn die jetzt? Okay. Warum auch immer ich jetzt diesen Feindkontakt hatte. Hier wird jetzt so an sich auch keiner gesehen. Ich will jetzt nicht noch weiter rausziehen. Das ist mir dann doch echt zu risky. Zu riskant. Riskant vor allem. Ich schätze einfach mal. Ich behalte es jetzt erstmal so. Und bleibe auch still stehen, denn die Feinde haben sich ja schon bemerkbar gemacht. Mit ein bisschen Glück rücken die ein klein wenig vor. So dass ich mir dann erlauben kann, einfach die Positionen zu halten. Deswegen wird es jetzt für euch eher langweilig werden. Aber ich will keine weiteren größeren Verluste haben. Und ich will auch mal wieder eine erfolgreiche Mission. Die letzten drei Parts will ich einfach nur noch vergessen. Oder vier oder fünf, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Mal gucken, ob sich das Ganze auszahlt, was ich hier vorhab. Und beten, dass keine Cyberdisk dabei ist.
Wie gesagt, tut mir jetzt leid, dass ich das so mache, aber das ist jetzt einfach die safeste Methode, die ich habe, die ich machen kann. Klar könnte ich auch langsam, aber sicher weiter vorrücken, aber das ist mir dann doch zu riskant. Ich nutze gerade einfach mal die Shortcuts. Denn es wird bei den Feldposten bleiben, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Na kommt schon, jetzt zeigt euch. Du hörst die ganze Zeit was. Okay, da haben wir sie ja dann schon mal. Nicht erreichbar für den Scharfschützen. Ah, doch. 54, 4, ja gut. Muss man dann mal probieren, ne? Ob er trifft. Nee. Schuss hat nicht gesessen. ...35% ist schon echt... ...echt asozial ein bisschen. Ha. Och nein, ey, jetzt warum? Och Mann! Es wird. Nee. Die ist jetzt schon schwarz. Boah. Ja, genau! Das ist doch zum. Alter! Ich hab Angst, ich hieß auf meine eigenen Leute. Und dann noch ein 10er Crit, ich glaub's nicht. Trifft das nächste Mal, wenn du in Panik bist. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Hauptsache auf die eigenen Männer geschossen, ne? Wie? Wie, das war jetzt kein... Willst du mich verarschen? Das war ja wohl voll getroffen jetzt. Alter. Ja, genau. Oh, Leute, ohne Scheiß. Am liebsten würde ich kapitulieren und sagen, fick dich, Erde, und mach deinen Scheiß allein. Mir reicht's langsam echt hier. Der schießt jetzt auch vorbei, natürlich. Na, doch nicht.